Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein Review-Video, ein Einschätzungsvideo zu Rossmann Bestseller-Produkten. Ich habe das vor, ich glaube, 2 Wochen schon mal mit DM-Produkten gemacht und ihr habt mir geschrieben, dass euch das ganz gut gefallen hat und deswegen wollte ich das jetzt auch nochmal mit Rossmann-Produkten machen. Ich habe mich im Online-Shop umgeguckt nach Sachen, die besonders gut verkauft werden und wollte einfach mal meine Einschätzung dazu geben, ob ich das verstehen kann, dass die so häufig und gerne gekauft werden oder eben auch nicht, wie so meine Erfahrungen damit sind. Ich habe mir 10 Produkte rausgesucht. Ich werde euch die Bilder hier einblenden der Produkte, weil ich habe nicht mehr alle hier zu Hause. Ich habe aber alle davon selber getestet und ich würde sagen, ich lege mal los. Ein Produkt, was ziemlich neu ist und sofort super beliebt war, sind die Essence Drops of Sunshine, Bronzing Drops. Die habe ich mir, als ich sie dann endlich mal bekommen habe, auch mitgenommen und ich hatte sie euch in einem meiner First Impression Videos auch gezeigt. Ich glaube, im letzten First Impression Video müsste das gewesen sein und ich war ziemlich angetan davon. Das sind einfach, also ist eine Flüssigkeit in einer Bronzefarbe, die könnt ihr zum Beispiel über eure Foundation geben, da wo ihr Bronzer auftragen würdet, als eben flüssigen Bronzer. Ihr könntet die aber auch in eine Foundation mischen, um die einfach ein bisschen aufzuwärmen. Die schimmern auch so ganz leicht, um die Foundation vielleicht auch so ein bisschen glowiger zu bekommen. Oder vielleicht auch, um die Foundation ein bisschen abzudunkeln. Wobei dafür finde ich die Tropfen nicht dunkel genug. Ich habe dieses Prinzip mal gemacht mit den Physicians Formula Bronzing Drops, da hat es richtig gut funktioniert, eine etwas zu helle Foundation ein bisschen dunkler zu bekommen und ein bisschen ja, sommerlicher sozusagen zu bekommen. Das funktioniert mit den Essence Bronzing Drops nicht ganz so gut, weil die auch von der Grundfarbe her einfach ein bisschen heller sind. Und ich finde den Farbton dieser Drops auch recht warm. Also ich weiß nicht, ob mir die noch so super gefallen werden, wirklich im tiefsten Winter, wenn ich einfach generell ein bisschen blasser bin. Da könnte ich mir vorstellen, dass mir die dann vielleicht doch ein Ticken zu warm sind. Aber im Sommer werde ich die definitiv wieder auspacken, weil es ist ein super schönes Produkt, was einfach ein bisschen Glow verleiht, was einfach zu benutzen ist. Und ja, also ich mag die. Ich kann verstehen, dass die recht beliebt sind. Bestseller-Produkt Nummer 2 sind die Isana Hydrogel Augenpads. Die gibt es im Standardsortiment in verschiedenen Sorten. Die gibt es auch immer mal wieder als Limited Edition, passend zur Jahreszeit. Aktuell gibt es, glaube ich, auch so Geister-Augenpads. Ich habe mir die auch schon häufig gekauft und ich finde die total solide, kann man sehr, sehr gut machen. Klebt man sich einfach unter die Augen. Die sind so ein bisschen gummiartig und ja, verleihen der Haut einfach ein bisschen Feuchtigkeit, ein bisschen Frische. Man kann die auch sehr gut im Kühlschrank aufbewahren, um einfach noch ein bisschen die Augenpartie zu kühlen. Ich habe da aber auch ein paar Punkte, die mir nicht ganz so gut gefallen dran. Einmal finde ich, dass diese ja, Gummi-Silikon-mäßigen Pads doch öfter mal so ein bisschen runterrutschen und man das immer wieder korrigieren muss und hochschieben muss, damit sie richtig gut halten, weil man möchte die ja nicht hier irgendwo haben, sondern wirklich unter den Augen. Das ist manchmal ein bisschen störend. Das empfinde ich aber bei anderen ähnlichen Augenpads genauso. Also das betrifft nicht nur die Isana-Dinger. Und was natürlich auch man viel hat bei diesen Einmal-Dingern, weil da ist halt nur ein Paar drin, ist halt wirklich viel Verpackungsmüll. Ich weiß, ich muss hier euch keine Predigt halten, weil ich auch wirklich teilweise so ein Konsumopfer bin. Ich mir Sachen kaufe, weil ich die total hübsch finde, obwohl ich sie gar nicht bräuchte. Ich persönlich kann auch durchaus mehr noch auf nachhaltige Produkte achten, als dass ich es bisher tue. Bei mir hat sich da schon einiges getan in den letzten Jahren, aber es ist sicherlich noch nicht so, dass ich euch darüber eine Predigt halten dürfte. Aber trotzdem muss man ja einfach sagen, für einmal benutzen hat man halt wirklich viel Verpackungsmüll. Was ich als Alternative ganz cool finde, sind Packungen, wo mehrere Augenpads drin sind. Gibt es zum Beispiel von Essence.
müsste man auch im Rossmann finden können, bin ich der Meinung. Gibt es zum Beispiel auch von Jeppoda. Die habe ich persönlich hier zu Hause, weil ich mit Jeppoda schon seit Jahren eine Kooperation habe. Ich zeige euch die immer wieder gerne, weil ich die wirklich gut finde. Und wenn man das preislich sich entgegenrechnet, bezahlt ihr für die Jeppoda-Dinger ganz genauso viel wie für die Isana Augenpads, wenn ihr euch eben entsprechend viele Packungen kaufen würdet, wie in dieser Jeppoda-Dose drin sind. Also das tut sich preislich wirklich nichts, auch wenn der Preis natürlich erstmal so ein bisschen hoch erscheint. Was ich bei denen mag, ist einmal, wir haben hier einen großen Topf aus Glas. Hier haben wir natürlich einmal weniger Verpackungsmüll und was ich auch wirklich gut finde, sind die Pads an sich. Also ich mag die wirklich total gerne. Ich habe die auf meinem Schreibtisch stehen und wenn ich mich morgens an meinen PC setze und mich noch nicht geschminkt habe, dann klatsche ich mir gerne zwei Pads unter die Augen. Die sind von der Textur auch so wabbelig, aber die rutschen nicht. Die halten wirklich total gut, wenn ihr sie aufsetzt. Bleiben die an Ort und Stelle. Die sind auch noch mal so ein bisschen größer als die Isana Augenpads. Also man kann ein bisschen mehr Fläche damit abdecken. Die sind kühlend, auch wenn sie nicht im Kühlschrank stehen. Und ich mag die total gerne. Punkt aus Ende. Deswegen kann ich die euch wirklich sehr ans Herz legen. Auch mein Rabattcode bringe ich hier natürlich nochmal ins Spiel. Der steht auch immer in der Infobox fest drin, aber ich zeige ihn euch hier nochmal. Wenn ihr bei Jeppoda mal was kaufen möchtet oder was nachkaufen möchtet, könnt ihr damit immer noch ein bisschen sparen. Und diese Augenpads sind auf jeden Fall Nina approved. Die sind wirklich, wirklich super. Bestseller Nummer 3 ist diese Handcreme hier von Alterra. Und da muss ich sagen, das ist eine Handcreme, die habe ich mir sogar schon nachgekauft, weil ich sie wirklich gut finde. Das ist eine Naturkosmetik-Markencreme. Die ist jetzt vom Geruch her, ja, also da gibt es definitiv Handcremes, die mehr parfümiert sind, die einfach, keine Ahnung, teilweise nach Blume duften, teilweise nach Weihnachtsbäckerei duften. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Sorten. Die hier riechen jetzt so ein bisschen, naja, nach Naturkosmetik halt. Nicht unangenehm, aber jetzt haben auch nicht den besten Duft. Aber ich finde, was man hier wirklich merkt, ist die Reichhaltigkeit der Creme. Diese Creme ist merklich eine Spur besser als viele andere günstige Handcremes und günstig ist die hier trotzdem. Ich habe jetzt vor einer Stunde ungefähr erst wieder eine andere Handcreme benutzt und ich sehe jetzt schon wieder die trockenen Stellen. Und die Hände fühlen sich auch jetzt nicht super schön geschmeidig und weich und mit Feuchtigkeit versorgt an. Also deswegen, auf die hier komme ich doch immer wieder zurück. Dann ein Produkt, was scheinbar auch super beliebt ist und super oft gekauft wird, von dem ich euch aber dringend abraten möchte, sind die 3-in-1 Reinigungstücher von Isana. Ich habe die mir früher auch super oft gekauft. Ich habe früher meine Haut, also mein Make-up, nur mit diesen Reinigungstüchern runtergenommen. Früher hat das auch ganz gut noch bei mir funktioniert. Mittlerweile wäre das für mich nicht mehr gründlich genug. An sich sind diese Reinigungstücher von Isana okay, wenn sie denn aus diesem Standardsortiment kommen. Aber die hier speziell, diese Design-Editionen, die sind super, super süß mit den Tierchen drauf und die Tiere, die wechseln auch immer wieder. Also jede Saison ungefähr gibt es da ein neues Tier drauf. Ist natürlich gerade für Verpackungsopfer oder für alle, die sich bisher mit den Tüchern noch nicht auskennen, ein Kaufgrund. Kann ich definitiv nachvollziehen. Aber diese Tücher, ich habe das so oft leider am eigenen Leib erfahren müssen, die sind so schlecht, die sind super trocken. Also ihr könnt davon vielleicht ein paar verwenden. Die oberen finde ich schon zu trocken, die in der Mitte gehen so, aber nehmen trotzdem das Make-up nicht gut runter und die unteren sind dann schon wieder furztrocken. Also nein, davon möchte ich euch einfach abraten. Ein weiteres Isana-Produkt, was ich mir persönlich auch ständig nachkaufe, ist die Seife. Die ist einfach super, super günstig, kommt in einem Seifenspender und es gibt feste Sorten im Standardsortiment, aber es gibt auch immer wieder Limited Edition Sorten und aktuell gibt es so eine Herbstvariante mit einem Eichhörnchen drauf, meine ich, ja genau. Und es wird wahrscheinlich auch wieder eine Weihnachtssorte geben, die extrem nach
Keksen oder so duften wird. Immer ganz, ganz toll. Auch vom Design her ist es immer was anderes. Also da greife ich wirklich sehr, sehr gerne zu. Zu Seife kann ich jetzt auch wirklich nichts sagen, was mir daran nicht gefallen sollte, außer der Geruch ist irgendwie schlecht. Aber die Isana-Düfte sind wirklich meistens total angenehm. Und ja, das ist ein Ding, was ich mir auch ständig nachkaufe. Noch ein Isana-Bestseller ist natürlich klar, also genau wie Balea eine super beliebte DM-Marke ist, ist Isana eine beliebte Rossmann-Marke, weil das einfach als Eigenmarke günstig ist und die haben gefühlt aus allen Kategorien Produkte. Hier haben wir als Bestseller die Baumwollwatte-Pads. Ich finde sie sehr, sehr okay. Ich benutze Wattepads immer zum Augen-Make-up entfernen, wenn ich gerade keine wiederverwendbaren Pads mehr parat habe, weil die alle in der Wäsche sind. Ja, genau, dann greife ich auch immer zu diesen klassischen Wattepads. Dafür, also zum Augen-Make-up entfernen oder Make-up entfernen, finde ich die total gut, finde ich auch ausreichend. Wo man einen Unterschied merkt, finde ich, bei so günstigen Wattepads zu etwas teureren, wenn man sich zum Beispiel die Nägel ablackieren möchte damit. Also denn, das habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mal festgestellt, die fusseln dann gerne, weil die eben nicht so stark zusammengepresst sind, diese einzelnen Schichten. Also es kommt drauf an, was ihr mit diesen Wattepads machen möchtet. Zum Make-up entfernen, speziell Augen-Make-up entfernen, kann ich die sehr weiterempfehlen. Dann habe ich als nächstes nochmal ein Essence-Produkt und zwar die I Love Extreme Mascara. Gibt es, seit ich denken kann, im Essence-Sortiment. Also das ist wirklich so ein Ding, das wird scheinbar immer noch so gut verkauft wie früher, dass sie es noch nie aus dem Sortiment rausgenommen haben. Also normalerweise wechselt so ein Sortiment ja ständig und es gibt gefühlt kaum noch Produkte, die es vor 10 Jahren gab, immer noch, aber das ist eins davon. Ich persönlich mag die Mascara mittel gerne. Also ich kann irgendwie, also es scheint ja Leute zu geben, die sich die immer wieder nachkaufen. Ich kann es nicht ganz verstehen. Ich finde, es gibt sehr, 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 sehr viele bessere Mascaras, auch von Essence. Also gerade die Lash Princess-Reihe zum Beispiel von Essence finde ich viel besser. Was mich stört an dieser Mascara ist, ja, das Extreme. Also Extreme ist die Bürste. Das ist nämlich eines der größten Mascara-Bürstchen, was ich kenne, wenn nicht das größte Mascara-Bürstchen. Doch, es ist das größte Mascara-Bürstchen. Sie ist wirklich groß und breit. Das ist schon mal, finde ich, nicht unbedingt für alle Augen- oder Wimperntypen geeignet, weil viele haben einfach kleine Augen, eher kurze Wimpern und dann mit so einem großen Bürstchen daran zu gehen, schwierig, finde ich. Also ich finde, da malt man einfach schnell über, beziehungsweise die Mascara stempelt ab und da funktioniert einfach ein kleines Bürstchen viel, viel besser. Und was ich auch in dem Sinne störend finde, ist, dass dieses Extreme sich nicht auf das Volumen oder das Ergebnis bezieht, meiner Meinung nach. Ich finde nämlich nicht, dass die Mascara ein außergewöhnlich extremes, gutes Ergebnis zaubert. Ich finde, sie tuscht die Wimpern okay, also es ist keine starke Verlängerung da, es ist kein super krasses Auffächern da oder super viel Farbe. Es ist einfach eine sehr, sehr durchschnittliche Mascara für mich. Und deswegen, hier kann ich es nicht so ganz verstehen, dass die immer noch so ein Dauerbrenner ist. Produkt Nummer 8 sind auch nochmal Augenpads und zwar von der Marke Yuti. Für die gilt eigentlich das Gleiche wie für die Isana-Pads. Ich finde die okay, ich finde, die rutschen auch schnell mal runter und man muss immer wieder korrigieren. Und was mir bei Yuti-Pads leider öfter aufgefallen ist, dass ich sie nicht alle vertrage, also nicht alle Sorten. Manche Sorten von diesen Pads
fangen bei mir unter den Augen an zu brennen. Das habe ich bei Isana-Pads bisher nicht festgestellt. Also da scheinen teilweise einfach Inhaltsstoffe drin zu sein, die meine Haut nicht verträgt. Und das ist für mich auf jeden Fall auch ein Grund, auf diese Pads nicht mehr zurückzugreifen. Und ich finde auch, dass die schneller austrocknen. Also man sollte nicht den Fehler machen wie ich. Oh, es gibt neue Pads. Ich kaufe sie mir und lege sie erstmal zur Seite und irgendwann will ich sie dann mal benutzen nach Monaten und stelle fest, die sind eingetrocknet. Ist mir nämlich auch gerade bei UT-Pads doch schon hin und wieder mal passiert. Da kann jetzt die Marke nichts für, das ist meine Schuld, aber im Vergleich zu anderen Pads muss ich das auch nochmal erwähnen. Das vorletzte Produkt ist eine weitere Mascara, und zwar die L'Oreal Panorama Mascara. Die kam in diesem oder im letzten Jahr raus, gibt es noch gar nicht so lange, ist aber ein Bestseller und das kann ich unterschreiben. Also ich habe sie selber auch in meinem Sortiment sozusagen und ich finde die tatsächlich richtig, richtig gut. Also ich finde, sie tuscht die Wimpern sehr schön intensiv schwarz. Ich finde, sie gibt eine gute Verlängerung, sie hält den Schwung ziemlich gut und ja, im Allgemeinen gefällt mir das Ergebnis mit dieser Mascara wirklich ganz gut. Ich kann euch da vielleicht nochmal einen Clip einblenden, wenn ich irgendein Video von mir rausfinden kann, wo ich die mal benutzt habe. Das ist wirklich eine gute Mascara. Aber was ich auch dazu sagen möchte, ist, dass ich so ein schönes Ergebnis auch mit günstigeren Mascaras erzielen kann, sprich Essence/Princess-Reihe oder auch die Rival-Mascaras oder einige sind wirklich, wirklich gut in ihrer Performance. Also ich bin bei sowas oft ziemlich geizig und deswegen ja, möchte ich das nochmal erwähnen. Das letzte Produkt für heute ist ein Gesichtspflegeprodukt und zwar von Neutrogena, die Anti-Pickel Plus Creme, glaube ich, so nennt die sich. Habe ich mir, ich glaube, Anfang des Jahres gekauft, als meine Haut einfach wieder komplett ausgerastet ist. Ich habe mein Hautproblem aktuell besser im Griff, sagen wir besser im Griff. Noch nicht optimal, aber es ist definitiv besser. Also wenn ihr euch mal Videos von mir anguckt vor dem Sommer, werdet ihr sehr schnell verstehen, was ich meine. Diese Creme hier wurde mir mal empfohlen und daraufhin habe ich sie mir mal gekauft. Sie hat bei mir definitiv keine Verschlechterung gebracht, aber auch nicht wirklich eine Verbesserung. Also da kam, also gegen mein Hautproblem kam diese Creme halt einfach nicht an. Es war eine angenehme Feuchtigkeitscreme auf jeden Fall, aber sie hat in meinem Fall nicht dafür gesorgt, dass Pickel irgendwie ausgetrocknet sind oder weniger geworden sind. Und deswegen hat es für mich einfach nicht funktioniert, aber ich finde, das ist auch immer was sehr, sehr Individuelles. Es gibt zigtausend unterschiedliche Gründe, warum jetzt unsere Haut Pickel produziert, warum die gerade einfach ausrastet, mal schlechter, mal besser ist. Deswegen, ja, man musste einfach ein bisschen hin und her probieren und das Produkt war es für mich jetzt einfach persönlich nicht. Falls ihr euch fragt, womit habe ich denn mein Problem so weit gut hinbekommen, dass es einen deutlichen Unterschied gibt vom vor dem Sommer, waren tatsächlich die Formel Skin Produkte, die ich austesten durfte und nach wie vor auch in Benutzung habe täglich. Das ist einfach ein Programm. Ihr könnt euch online durch so einen Fragebogen klicken. Ihr habt Kontakt zu einem Hautarzt oder einer Hautärztin, die sich Fotos von eurer Haut anguckt und das Problem analysiert mit Hilfe des Fragebogens und euch dann eine Formel zusammenstellt, die speziell das Problem angehen soll. Und scheinbar hat diese Formel für mich so weit gut funktioniert, dass ich nicht täglich einen neuen Pickel bekomme. Also es kommt hin und wieder nochmal eine Unreinheit, aber die geht auch relativ schnell wieder weg. Ich hatte ja wirklich Ansammlungen an Pickeln. Das war ja wirklich, es war einfach furchtbar. Ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen. Und
Ja, das ist so ein Dreier-Set, was ich habe, bestehend aus einem Reinigungsprodukt, dann dieser Formel, die speziell auch in der Apotheke für euch angemischt wird, und einer Tagescreme. Genau, dieses Dreier-Set gibt es. Und auch für Formel Skin habe ich einen dauerhaft gültigen Rabattcode. Da könnt ihr auf eure ersten beiden Sets, ich glaube, immer noch 40% sparen. Das müsste noch genauso gültig sein. Probiert es gerne aus. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Also da habe ich schon so viele auch positive Erfahrungsberichte gelesen und gehört. Und man kann diese Formel auch jederzeit wieder umstellen. Ihr gebt nach einem Monat Anwendung, also für einen Monat ungefähr reicht euch dieses Set. Dann macht ihr wieder Fotos und erzählt eurem Ansprechpartner, gibt es eine Verbesserung? Was habt ihr festgestellt? Kann eure Haut das Produkt ab oder nicht? Und dann wird geguckt, ob ihr die Formel genauso weiterverwenden solltet oder ob da was geändert werden sollte. Und genau, ich finde das Konzept bisher wirklich ganz gut. Ich habe aber auch gesagt, ich möchte die Herbst-Winterzeit noch abwarten bis zu einem endgültigen Fazit, weil es im letzten Jahr bei mir auf jeden Fall auch so war, dass im Sommer die Haut besser war als im Winter. Und wir müssen mal schauen, ob diese Formel, die ich jetzt habe, das Problem weiterhin im Griff hält. Genau. Ja, so viel dazu nochmal als kleine Ausschweifung. Und jetzt bin ich aber auch am Ende des Videos angekommen. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, Daumen hoch für euch. Vielen, vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Zuschauen und auch überhaupt fürs Reinklicken. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restsonntag, einen guten Start in die neue Woche und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.